ist halt echt kompliziert, ja. Ja. Aber wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder machen. Ist so. Weise Worte von Frank. Wow. Kommt ja selten genug vor, meinst du? Das ist einfach nur wow. wir machen noch einmal, weiß nicht, wie lange dauert das hier, machen wir einmal Bogenschützen. Die bewegen sich ja sowieso etwas schneller fort. Ich möchte ganz kurz eine kleine Sache nochmal sagen. Ich finde diesen Comic-Look von Civilization 6, muss ich sagen, ohne Spaß, Civilization 5 hat mir vom Design schon echt gut gefallen. Aber ich finde, dieser Comic-Look von Civilization 6, der packt einfach nochmal eine Schippe rauf. Oder? Wie siehst du das? Ich finde eigentlich auch, muss ich einfach zugeben, ich finde, es passt doch eigentlich viel besser zum Spiel. Weil dadurch das haben sich echt was einfallen lassen. Ne, dadurch, dass es ja so ein rundenbasierendes Spiel ist, kann man das ja auch ein bisschen so Richtung Brettspiel tendieren, ja? So ein realistisches Design passt da ja eigentlich gar nicht so rein. Aber das so für Brettspiel gemacht. Ist es eigentlich echt schön gemacht. Also mir gefällt's, Hut ab. Auf jeden Fall. Schiffsbau, 26 Runden. Sag erstmal Reiterei, das dauert noch 8 Runden und dann können wir erstmal ein paar andere Einheiten noch bauen. Hauptsache die da unten rückt man es nicht auf die Bälle und die da oben auch nicht. So. Kann ich hier mal diese andere Ansicht machen? Wenn ich finde die verwirrend. Hat zwar auch was, aber ist ein bisschen verwirrend. So. Ich würde denn gern hier durch diese Nische durch und nach da oben mal ein bisschen erkunden. Überlebt wahrscheinlich sowieso nicht mehr so lange der Gute. Aber guck mal, wenn wir hier jetzt noch Amerika haben, ist es einfach stark. Und was man ganz ehrlich zugeben muss, China, also geschichtlich gesehen, ist China militärisch jetzt nicht so das Weltwunder, ja? Muss man einfach zugeben. Deswegen. Wieso wachsen die eigentlich nicht so schnell? Ja, weil wir nicht so viele Felder und so haben, dann muss ich noch was dran machen. Hoffentlich kommen die Barbaren da oben nicht uns zu nah. Weiß nicht, soll ich einen Krieg anfangen? Oder soll ich noch warten, bis alle militärischen Einheiten hier unten stehen? Wir brauchen ziemlich viele militärische Einheiten. Ja. Weil die werden sich sicherlich von der anderen Stadt helfen lassen. Was definierst du in unserem Zustand unter viele? Warte. Euer Volk verzehrt sich nach Wissen und Schönheit und dennoch ignoriert ihr Kunst und Wissenschaft. Wieso? Woher will der denn das wissen? Ist so, also, das verstehe ich nicht so ganz. Ja, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, red weiter. Steht doch nirgendwo dran geschrieben, dass wir, was wir erforschen, steht. Das weiß der doch gar nicht. Wir brauchen zumindest so viele Einheiten, dass wir die platt machen und dass wir auch gleich einmarschieren können. Und dass auch, dass die anderen da nicht zu nahe kommen, also dass die sich nicht gleich helfen lassen, dass die nicht gleich die Stadt zurückerobern. Ich sag mal, meine Truppen ziehen nur vorbei. Damit ich nicht so offensichtlich den Krieg erkläre. Und dann geht's einfach irgendwann ran. Zack, dann mache ich hier noch einmal Krieger. Gut, es dauert 10 Runden, müssen wir mit leben. Gut, die haben inzwischen nur noch eine Verteidigungsstärke von 15. Also ich denke mal, so 5-6 Einheiten brauchen wir da schon. Ja, Bogenschützen, die können ja auch nochmal ein Stück abhauen. Ein Stück Distanz haben. Also ich denke, das
ist hier gar nicht so unbedingt unmöglich. Oh, die Barbaren laufen da wieder rum. Na, das stört ein bisschen. Die werden mich auch garantiert wieder bei der Stadteinnahme extrem nerven. Aber zack, der Speer ist schon mal weg. Und dann machen wir hier noch einmal... Ich denke, mit einmal Krieger werden wir schon ganz gut bedient. Oder Speerkämpfer, die dauern halt 7 Runden, ja. Weißt du, wenn dem schwerer Streitwagen... Oh ja, ein Streitwagen ist gut. Der dauert einfach genauso lange. Aber wir können doch schon mal anfangen... Nee, okay, wir warten noch 3 Runden, würde ich sagen. Dann fangen wir an, den Krieg zu erklären. Aber jetzt ist halt das Problem... Die haben ja schon den Riecher dafür und haben ja schon mal einen Krieger aufgestellt, ja. Würde gerne mal wissen... Aber ich glaube nicht... Oh, was will die denn schon wieder? Gut, nee, das habe ich ja jetzt ausgewählt. Die ist verbündet mit Quinchinreich. Okay, Russland ist verbündet mit China. Gut, also rein theoretisch muss man schon sagen, wenn wir hier diese Stadt haben und danach China bekommen würden... Dann hätten wir diesen Landfleck hier für uns. Denn muss man sagen, sind wir schon auf gar keinen Fall mehr eingesperrt, ja. Kann man auf jeden Fall sagen, dass wir nicht nur militärisch, sondern generell auch leistungstechnisch sehr gut bedient sind. Problem ist nur, China hat sogar schon Stadtmauern. Xian. Könnte eine harte Nuss werden. Ah, aber ich denke, das kriegen wir hin. Also garantiert nicht jetzt, in diesem Moment, aber wenn wir, also ich würde mich, also letztes Mal, warte. Oh ja, was ist das denn? Parece que mentes brilhantes se atraem. Hört sich Spanisch an. Brasilien, okay. Na, die sprechen doch Spanisch, oder? Nee. Die sprechen Brasilianisch. Na gut. Wahrscheinlich. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Wir würden eure Freude in Anspruch zu nehmen. Wir freuen uns, eure Gastfreunde. Okay, die russischen Krieger hauen ab. Eure Delegation ist uns willkommen. Auf Wiedersehen. Haben wir den entdeckt? Ach, hier oben. Rio de Janeiro. Ach, da oben. Sieht sehr schön aus, das Grün, muss ich sagen. Auf 8 schon. Uiuiui. Ja. Brüssel hier oben. Na, der EU. Die EU, ja. Hat einen guten Hauptsitz, müssen wir sagen. So. Aber ich denke, wenn wir so noch... So in 20, 30 Runden. Ich würde diesmal nicht so wie letztes Mal so auf diesen ersten Mal Stadt ausbauen. Ich würde mich vielleicht erstmal damit beschäftigen, dass wir militärisch hier unten wenigstens eine Stadt bekommen, damit wir einfach eine bessere Voraussetzung haben, um uns da militärisch aufzubauen. Verstehst du? Ja, dann haben wir natürlich auch gleich Krieg mit den anderen, weil die ja verbündet sind. Ja gut, da denke ich, schaffen wir es auch irgendwann Frieden zu schließen. Aber, weißt du, dann haben wir halt eine viel bessere Chance, dass wir, denn was, dann haben wir hier unten halt noch einen Landesfleck und dann können wir uns danach halt erstmal darauf konzentrieren, unsere Städte größer zu machen. Okay, wenn wir das hier unten einnehmen, haben wir halt schon eine riesige Stadt, musst du zugeben, ja. Das stimmt. Und ich würde jetzt gern mal wieder spielen dürfen. Zufriedene und engagierte Arbeitskräfte sind ebenso wichtig wie ein profitables Endergebnis. Schön gesagt. Politik ändern? Sagen wir plus 2 Gold durch alle Handelswege. So. Ich gehe hier mal schnell selber durch. So, wir nehmen jetzt mal schnell das.
gehen wir hier oben in die Richtung. So, nächste Runde. Und wir haben tatsächlich, sind hier militärisch bald echt auf dem Damm. Sind die gleich echt am Knicken. Sehr schön. Das ist ja geil. Oh, wir sind im Zeitalter der Klassik. Wir sind in der Klassik angelangt. Mhm. So, Reiterei haben wir geschafft. Sehr schön. So, dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt Schiffsbau. Das war ja so geplant. Bleiben wir da auch dabei. Ist aber geil, dass die Barbaren sich jetzt um Russland kümmern, weil. Gut, auf die hatte ich jetzt nicht so viel Lust. So, die Hälfte von denen ist ausgelöscht. So, jetzt kommen die Barbaren noch einmal in den Spielzug und überrampeln die. Ja. Na macht, liebe Barbaren. Oder auch nicht. Ich glaube, der Zug ist beendet. Oder machen sie noch was? Gut, ja. Nice. Russland ist weg. Und? Okay. Oh. Ja, in die Richtung. So, wir dürfen eine Produktion in der Stadt wählen. Und da würde ich tatsächlich doch mal auf Handwerker gehen. Dauert zwar ein bisschen, aber dann haben wir halt Handwerker. Ach man. Ihr verschanzt euch. Zack, haben wir weg. Einheit benötigt Befehle. Welche? Eure Städte sind so nah, eure Truppen sind so stark, ihr macht mich nervös. Auf Wiedersehen. Hey, das war ein Kompliment, der sagt, unsere Städte wären stark. Zu Recht. Ja, auf jeden Fall zu Recht. Zu Recht nervös. So. Haben schon lange kein Live-Let's Play mehr gemacht. Müssen wir auch mal wieder machen. So. Aber jetzt um die Zeit lohnt sich das eigentlich nicht mehr. Generell so zur Weihnachtszeit lohnt sich das aber eigentlich auch nicht. Weil Weihnachtszeit ist eigentlich nicht so die Zeit, wo man abends so mit Livestream gucken verbringt. Genau. Deswegen. Gut, so. Bewegen wir uns mal in die Richtung da. Oh, ich habe ja nochmal Diamanten gefunden. Ich habe in meinem Leben vieles gesehen, aber noch nie ein so verabscheuungswürdiges Oberhaupt wie euch. Ihr solltet euch schämen und ich werde dafür sorgen. Okay, ihr liegt zurück bei Wissenschaft und Kultur. Dynastiert euch. Okay. Denunziert euch. Okay, soll er machen. Wieso? Sollten wir das tun? Nö, es geht dir noch gar nicht an. Soll er machen, habe ich kein Problem, ja. Wenn wir jetzt Russland komplett einnehmen, würde denn hier oben das Gesicht von Peter weggehen? Oder wird je nachdem, ob er nur zwei Städte hat. Naja, wenn er nur zwei Städte hat, wir gehen jetzt mal davon aus. Also dann wenn wir Russland halt komplett einnehmen. Dann ist er da oben weg, ja. Es sei denn, er spawnt neu. No, hoffen wir mal nicht. So, hier mal neue Krieger. Streitwegen sind natürlich auch schon bereit. Ein paar Schanzen, zack. Oh, die sind... Oh, Mist. Sind sie jetzt auf Stufe 3? Und 27 Verteidigung inzwischen. Aber gut, da kommen wir trotzdem durch. Wir haben jetzt inzwischen so viele Truppen.
So, ich würde sagen, jetzt beginnen wir mit dem Kampf. Okay, wir holen die noch nach hier unten. Sind ja in zwei Runden hier unten. Und dann, die würde ich hier nämlich gerne einmal in der Stadt verschanzen. Der kann man eine Runde aussetzen, um sich zu heilen. In der Stadt soll jetzt gebaut werden ein paar Handwerker, damit die Stadt größer gemacht werden kann. Und die hier soll sie auch mal verschanzen zum Heilen. Und in der nächsten Runde erklären wir dann den Krieg. Oh, Backe. Jetzt geht's los, Frank. Bist bereit? Ich bin bereit. Dann ist er oben. Ich bin mal gespannt. Mal gucken, ob es das wird, ja. Was? Ah, ein Speer, gut. Der tut mir ja nichts. Los, dürfen wir jetzt mal? Okay. Eure Armee hat jegliche Überraschungsmoment verloren. Zieht sie zurück und überdenkt eure Strategie. Meine Truppen ziehen nur vorbei. Ist so. Kann ich nichts anderes sagen. So, ich beginne mal mit denen hier. Krieg erklären. Jaja. Euer Krieg ist hoffnungslos. Ihr habt aus der Geschichte nichts gelernt. Russland zu erobern ist unmöglich. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Auf Wiedersehen. Jo. Hab ich jetzt kein Problem, dass er mit mir im Krieg ist. Der ist ja ganz schön sauer. Ah, Mist. Die kriegen wir aktuell nicht rein. Zack, die aber. Ja. Können wir schon mal einen ersten Kampfzug machen. Gut, ein bisschen Schaden haben sie schon genommen. Verschanzen. Zack. Ja. Gut. Verschanzen erstmal. Nächste Runde. Das wird nicht einfach. Zack, und alles. Hier oben sind noch russische Krieger, die kämpfen aber gerade mit Barbaren. Ich denke, es wird nicht einfach, aber ich denke, es wird leichter als erwartet. Das denke ich aktuell. Tapferkeit ist es, wenn du der Einzige bist, der weiß. Gut, Militärtradition, so, das ist gut, da können wir jetzt nämlich. Kampf gegen Barbaren haben wir gerade nicht. Na gut. Okay. Wir ändern mal die Politik. Zack. Ich gehe erstmal mit denen nach hier. Dann kann ich mit denen nach hier gehen. Gehe ich mit denen nach hier, kann ich mit denen nach hier. Kann ich mit denen nach hier. Und angreifen ist jetzt in der Runde nicht. So, erstmal Politik wählen. Was wollen wir nehmen? Mystik, Drama und Dichtung, politische Philosophie oder Spiele und Erholung? Kultur oder nicht? Was haben wir da für Vorteile davon? Was hast du gefragt, Entschuldigung? Vorteile bei? Pass mal auf, wenn dem Spiel und Erholung, dann kriegen wir nämlich plus ein Wohnraum. Ja. Genau. So, und hier oben haben wir jetzt nochmal. Hier haben wir nochmal die Möglichkeit, militärische Einheiten zu machen. Und da machen wir diesmal Sperrkampf oder Streitwagen. Ein Streitwagen, ne? Mal gucken, wegen Gold pro Runde. Wie lange dauert der? 6 Runden genauso lang. Okay. Zack, der darf sich hier drin verschanzen. Verschanz dich bitte. Was nächste Runde? Was ist denn das hier? So.